So, moin sind ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Elden Ring. Sorry für den echt beschissenen Cut gerade eben, aber ließ sich ja nicht vermeiden, ne? Schatz und ich sind hier immer noch dabei, uns zum Endboss weiter vorzuarbeiten. Er hat gerade mit eiserner, also das habe ich noch nie gesehen, mit einem, ich weiß, ich kann es gar nicht beschreiben, mit einem riesigen, oh nein, warum taucht jetzt hier so ein Idiot auf? Oh Mann, wir sind doch gerade so ein Lauf, ich habe keinen Bock auf die Scheiße jetzt. Oh, er hält ja gar nichts aus. Oh, yeah, yeah. Oh mein Gott. Dankeschön, Schatz. Das hast du gut gemacht. Zum Glück war das eine Wurst. Gut, wir können weitermachen. Blutigen Finger besiegt. Ich würde sagen, ja, arbeiten uns einfach mal hoch, ne? Die sehen ja nicht so... Was war denn das, wie er am Runtergleiten ist, der Boy? Habt ihr das gesehen? Das war lustig. So... Moin! Hast du da einen Sack auf dem Kopf oder was ist da los? Ich bin mir nicht so ganz sicher, was da passiert. Erstmal schnell das Loot einsammeln. Das ist tot, okay. Goldene Rune, sehr gerne. Ich glaube, da vorne ist gleich der Boss. Kannst davon ausgehen. Gut, der ist hinüber. Ich habe jetzt genug von Level Up, das tut sehr weh. Sollten wir jetzt drauf gehen? Wir dürfen jetzt einfach nicht drauf gehen, das ist das Wichtige. So, ich denke, es ist soweit. Das sieht mir nach Bossraum aus. Hoffen wir, dass wir nicht drauf gehen. Guck mal, ob von Schatz gerade noch hier Instruktionen kommen. Nee, dann gehen wir mal rein, wa? Ach, da ist der schon. Oh, geil. Weil Schatz, das ist eine Nebelwand. Och, nö. Okay, warte. Dann gehe ich zurück kurz leveln. Warte, dann... Ach, scheiße. Okay, warte. Ich bin gerade beim Level-Up. Das wäre jetzt echt zu krass. Wenn ich jetzt drauf gehe, verliere ich die ganzen Seelen. Das geht nicht. Wir müssen kurz leveln, Leute. Das wäre zu übel. Okay, warte. Ich gehe kurz leveln, dann latschen wir ganz schnell hier wieder hin. Aber das wäre zu krass. Ich gehe kurz leveln. Aber ich kann ja da schnell hinreisen, ne? Geht das auch, wenn Schatz dabei ist? Ah, ne, komm, ich laufe kurz den Weg. Das ist ja nicht weit. Wir latschen da kurz hin, weil das wäre jetzt echt zu heavy. Das heißt, wir arbeiten uns dann gleich kurz nochmal hier hin. Weil, also jetzt dann, wir würden echt ein ganzes Level verpassen. Das wäre echt zu heavy. Das geht nicht. Das geht nicht. Das Problem ist natürlich, alle Gegner sind jetzt gleich wieder da. Wir können natürlich aber einfach zum Boss durchrennen. So. Dann mal kurz mit Schatzi schnacken hier. Genug Runen, blöde. Ich muss eben kurz meinen Plan erläutern, ne, dass wir jetzt hier... Ich muss einmal kurz leveln. Die Frage ist, was? Jo! Scheiße, hat wieder Probleme, meinen Plan zu verarbeiten. Er ist halt auch hochkomplex. Das ist so. Los, Schatz, jetzt trenn dich. Ich muss leveln. Bitte leiten Sie die Verlassung ein. Ich roll dabei noch rum. Siehst du, das haben wir schon mal geschafft. Dann können wir jetzt hier rasten. Ich würde Schatz dann wieder dazu holen, dann können wir den Weg nochmal zusammen gehen. Ist doch auch schön.
So, mal gucken. Geschick ist ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Softcap ab 45. Das heißt, es lohnt sich da jetzt erstmal nicht weiterzumachen. Ich brauche dann, was hatte ich gesagt, Kraft wollte ich bis 45 und Stärke auf 21. Wir könnten jetzt natürlich Stärke nochmal pumpen. Wir könnten Kondition pumpen, das soll bis auf 30. Dann hätten wir wieder ein bisschen mehr Ausdauer. Und Kraft wollte ich auf 45. Das wäre so das Level, wo es hin soll. Ich würde sagen, wir machen wieder so einen Mischmasch aus Stärke und Kraft, oder? Erstmal. Kondition und Kraft. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal auf. Machen wir erstmal Kondition. Komm, wir arbeiten uns nach und nach hoch. Ich habe da jetzt keinen großen Fokus mehr, aber wir sollten auf jeden Fall jetzt geschickt, glaube ich, über Softcap weiterzumachen. Ergibt erstmal keinen Sinn, ne? So. Let's go. Gut, dann gucken wir mal, ob Schatzi gleich wieder hier ist. Da ist er. Warte, er macht sich hier Sorgen, dass ich mit Absicht sterbe. Was? Niemals. So. Nun holen wir Schatz wieder dazu, dann gehen wir den Weg noch einmal da eben hin und dann mache ich mich an den Boss. Den muss ich alleine machen, weil für Schatz ist dann eine Nebelwand, das heißt, ich muss da alleine durch. Dann nützt nichts. Wir probieren es mal. Nachdem ich einmal verreckt bin, kann er wieder mitmachen, aber wir versuchen es auch mal. Also das wird schon machbar sein. Bin da voller Hoffnung. Muss mich auch mal alleine stellen. Aber der Weg dahin macht gemeinsam halt da doch mehr Spaß. So, whoop, los geht's. Wir können uns ja auch wirklich nur primär um das kümmern, was auf dem Weg liegt. Wir müssen ja nicht alles umbringen, das ist ja der Trick. Aber den Dicken da gerade eben zum Beispiel. Das war ja ganz gut. Na? Geht da was? Bewegt sich da was? Ups. Oh, ein bisschen die Einrichtung zerstört. Ne, passiert mal. Das kommt vor. Let's go. Och, Mann. Jetzt kommt da schon wieder so ein Idiot. Die soll uns nicht damit invasieren. Das nervt. Oh, Junge. Was ist hier denn los? Oh, jetzt kommt auch noch der Wolf. Oh, man. Zum Glück scheint der Typ nicht so der Älteste zu sein hier. Das scheint nicht die Bombe zu sein. Was macht er denn, Alter? Jo, der war ja mal richtig dumm. Alles klar. Tschüss. Gut. War's das? Ja. Danke. Blutiger Finger, no idea, ist gestorben. Sehr schön. Der hat auch wirklich nicht so viel Idee, aber es macht nichts. So. Jetzt gehen wir wieder außen rum. Was ein Dödel. Das ist halt das Einzige, das würde ich mir wirklich wünschen, dass man es abschalten könnte. Das wird uns nämlich bei unserer Tour durch den Legendary Dungeon dann auch. Oh, Deck. Oh, Mist. Ich wollte eigentlich schleichen, das hat irgendwie nicht geklappt. Bisschen zu viel Finger-Trouble gehabt. Das wird natürlich bei unserer Tour durch den Legendary Dungeon. Okay. Könnte uns das auch ein bisschen nerven. Wenn da natürlich dann dauernd die Leute auftauchen, ne? Wie den Dicken einfach mit so einem Meteoren komplett weggemeddelt hat. In one shot, Alter. Das war ziemlich geil. Und einfach sagen, ihr habt das leider nicht so ganz mitbekommen, weil da war gerade Break. Oh oh. Oh, der Dick ist aufgewacht. Der Dick ist aufgewacht. Ah ne, er merkt es nicht. Gut. So, dann nix wie hoch zum Gegner. Okay. Warte, Leiche drinnen. Parfüm. Oh! War durchs ganze Lesen, hab ich nicht aufgepasst. Parfüm. Was war denn das, Alter? So, Leute, ich muss da alleine rein. Das nützt nichts. Auf geht's. Nachrichten lesen. Wacher Feind voraus. Oh, das lässt mich ja hoffen. Kampf zu Pferd versuchen. Starker Feind voraus, daher Wolf versuchen. Was denn nun? Okay, Schatz darf leider nicht mit rein. Zu Pferd? Oh. Oh mein Gott! Ich wollte mal jetzt wirklich aufs Pferd drauf. Oh, Schatz ist da. Geht nicht mit Pferd. So viel zum Thema Kampf zu Pferd. Geht gar nicht. Oh, komm her!
Ich treffe den wieder nicht. Und rollen. Holy shit. Okay, okay, okay. Oh nein. Jetzt ran da. Einmal noch. Juhu. Ja, easy. Aber ich glaube, alleine wäre es ein bisschen schwieriger gewesen. Holy shit, so. Ein Großbogen und Kriegsasche. Loratta Schnitt. Höhen und Radiant Sparks hat geregelt hier. Wir haben einen Ort der Gnade, den wir eben berühren können. Radiant Sparks wurde jetzt, glaube ich, automatisch nach Hause geschickt, weil wir die Aufgabe gemeinsam erfüllt haben. Sehr schön. Das war doch nice. Das war wirklich nicht schlecht. So, jetzt mal umgucken. Hier ist irgendeine große, riesige Halle mit vielen Stühlen. Ich muss jetzt halt den Rest alleine erkunden. Wir gehen mal noch ein bisschen auf Erkundungstour, ne? Den Rest müssen wir jetzt alleine machen. Jetzt hilft nichts mehr, jetzt sind wir solo unterwegs. Hier war auf jeden Fall gerade die Tür noch zu, das heißt, da können wir jetzt erstmal gucken. Ich würde auch so sagen, wir schauen uns jetzt hier noch ein bisschen um. Das ist jetzt der Plan, aber wir haben auf jeden Fall... Ja doch, man kann wohl doch ein Zeichen setzen. Na, dann gucken wir mal, vielleicht kommt Schatzi doch nochmal zurück. Wir probieren es mal noch, dann können wir den Rest hier noch gemeinsam erkunden. Ich probiere mal mein Glück. Ich werde mal wieder diese Asche da verwenden. Inventor... Düb, 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 düb. Nutzen. Oh, der Effekt ist noch an. Okay. Mal gucken. Ich frage mal nach, wo er das tut. Beim Leuchtfeuer, Alter. Schreiben, daddeln und A gleichzeitig. Das ist immer ein Multitasking, sag ich euch. Mal gucken. Ich glaube, letztes Mal hatten wir es auch schon mal versucht mit dem Stormwind Castle. Und da wirkte es zumindest so, als wäre nachdem der Boss besiegt ist, es nicht mehr möglich, noch Leute zur Verstärkung zu rufen. Das hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Wir haben es ja irgendwie verzweifelt versucht, aber vielleicht waren die Server auch irgendwie gerade mal ein bisschen ausgelastet. Ihr seht es ja, ist bei mir ausgegraut. Ja, dann geht das wohl leider nicht. Juli, also, Rest müssen wir solo machen. Danke Schatzi an dieser Stelle für die tatkräftige Unterstützung. Wir machen den Rest dann solo. Ja, danach werde ich dann noch weiter erkunden und ich würde sagen, nächstes Mal steht dann der Legacy Dungeon mit euch an. Ne? Also, wie gesagt, hier nochmal der drei Schwestern. Der Appell an euch, wo sind wir denn jetzt? Ach, jetzt sind wir wieder draußen. Okay, warte, bevor wir drei Schwestern erkunden, würde ich sagen, erkunden wir erst noch den Rest dieses Gebietes hier. Wir waren hier, glaube ich, noch nicht überall. Da geht es nämlich noch hoch. Unten bei den Wölfen haben wir noch nicht alles angeguckt. Im Handwald, dem Ort der Hände, haben wir auch noch nicht alles angeguckt. Da gibt es bestimmt noch ein bisschen was zu gucken. Ich höre schon wieder was Dickes. Da läuft schon wieder was Dickes rum. Nachricht! Oh, Nachricht! Ah, vor der Boss-Tür geht. Ja, dann probieren wir das doch nochmal. Warte mal. Ich muss noch mal kurz anmachen. Mach da mal einen hin. Ich komm mal gucken. Also vor der Boss-Tür geht's vielleicht noch. Vielleicht haben wir dann doch noch gleich ein bisschen Zweisamkeit. Schauen wir mal. Ne? Okay. Let's go. Gucken wir mal, ob hier noch was ist. Da, das klappt. Tatsache. Gar kein Problem. Easy. Da können wir noch mal hinten den Rest erkunden, wa? Das läuft, Leute. Das läuft. Easy, haben wir ein bisschen Multiplayer gemacht, ist auch mal wieder schön. Das bockt schon irgendwie, also das ist so ein Game, das könnte ich mir auch wunderbar im Koop vorstellen, so zusammen. Ne, so als komplettes Koop-Erlebnis, von Anfang bis Ende, wenn man so mit seiner besseren Hälfte was daddeln will oder so. Es gibt ja wie gesagt diesen Mod, wo man es dann wirklich richtig Koop spielen kann, ohne dass man sich dauernd neu verbinden muss und so. Ach guck mal, jetzt dürfen wir aber da nicht mehr rausgehen. Ah, okay. Die Tür ist jetzt versperrt, da geht's jetzt nicht mehr raus. Ist ja clever gemacht. Ich glaube, da wollte Schatzi jetzt hin, aber das geht nicht. The door is closed. Mal sehen. Guck, er rennt da so direkt drauf zu. Ja, geht nicht. Ich schreibe mal eben. Da ist jetzt eine Nebelwand. Siehst du, jetzt kommt die Erkenntnis. Kacke.
Ja, Dungeon ist nicht mehr. Also, ihr seht, man darf jetzt nur hier drinnen bleiben. Wir könnten noch erkunden, wenn du magst. Jo. Ich würde sagen, das machen wir jetzt auch. Warte. Jo, bogen wir. Haben noch 10 Minuten. Noch ein bisschen was zu gucken. Oh, hoppala. Oh Mann, Alter. Chatten und daddeln gleichzeitig, ne? Aber ich finde keinen besseren Weg. Es hilft nichts. Ein bisschen Kommunikation muss ja drin sein. So. Beim Community-Event wäre das dann auch entweder Voice oder halt Discord, wie gesagt. Bin auch unentschlossen. Also man könnte, wie gesagt, einen Voice-Chat aufmachen. Wir könnten es aber auch so machen, dass wir es so machen, wie ich es jetzt mit meiner besseren Hälfte mache. Wir unterhalten uns primär in-game über die Gesten und haben nebenbei im Discord einen Chat am Start oder so. Weil das mit dem Voice hat immer so die Sache, wenn ich die Leute nicht kenne, also ich habe kein Vertrauen, aber wenn dann einer sagt, ich habe keinen Bock mehr, nimmt das runter, dann muss ich es halt löschen und das fände ich ein bisschen ärgerlich. Ich will jetzt hier keinem was unterstellen oder so, weil eigentlich sind die Leute bei mir ja alle cool. Wo ist Schatzi denn jetzt? Da oben. Was macht er jetzt? Wo rennt er hin? Ach, da ist noch ein Weg. Ah, okay. Deswegen. Oh, wieder eine Invasion. Leute! Was ist los mit euch? Habt ihr keine Hobbys oder was? Kannst du nur hoffen, dass ihr den Weg hier nicht hinfindet. Du Scheiße. Spring suchen. Warte, wie renne ich? Warte. Wir müssen ein bisschen Anlauf nehmen. Okay, Moment. Oh, ich wollte Anlauf nehmen. Ich Idiot! Oh, Mist. Ich krieg das mit den Knöpfen nicht geschissen. Ich spiele momentan irgendwas anderes. Oh, jetzt bin ich in den Tod gejumpt. Ich dreh durch. Oh, bin in den Tod gesprungen. Geil. Oh Mann. Oh, Kacke. Jetzt muss ich meine scheiß Seelen wieder einsammeln, weil das so viele sind. Das sind auch wieder 13.000. Das können wir da nicht liegen lassen. Das geht nicht. Scheiße. Ich treffe mich nochmal mit Schatzi. Lohnt sich zwar fast nicht mehr. Eigentlich lohnt sich nicht mehr, aber komm, jetzt ziehen wir es auch durch. Es ist jetzt nicht mehr viel Progress, ich war zu dumm. Es liegt aber an mir. Finger Trouble ohne Ende, weißt du? Richtig dumm. Richtig dumm. Das war mal wieder selten dämlich. Mega. Ach, da ist das Ding sogar schon. Guck mal. Oh, Alter. Ey, ohne Spaß. Wie blöd. Rennen, springen. Er rennt aber auch nicht immer. Springen. Okay, let's go. Ich brauche meine Seelen. Unbedingt. Sind 13.000. Das ist, keine Ahnung. Fast 1, 2, 5, 6, fast 7 mal die Kugel runterrollen. Das ist zu viel Arbeit. Das geht so nicht. Let's go. Ach, das sind sie auch schon. Meine Seelen. So, let's do it again. Meine Fresse. Okay. Let's do it again. Und nochmal. Oh, ist schon fast wieder zu weit, Alter. Und jetzt nochmal runter, okay. Oh. Wir haben es geschafft. Guck mal, wer ist er denn? Huh. Hallo? Oh, nicht hauen. Hau mich doch mal nicht. Naja, ist ja mal richtig aggro. Zack und kaputt. Das ist ein Problem. Scherbe des lebenden Gefäßes, irgendwas mit Scherben. Scherben eines lebenden Gefäßes. Oh, bist du süß. Er ist ja knuffig. Noch mehr? Ja, da kommt eine ganze Armee. Ganze Armee leben da Gefängnisse, da Gefängnisse, Gefäße, da sind noch mehr. Ich will so einen starken Angriff mal machen. Ey, ey! Ich wollte eigentlich nur mal so einen starken Angriff ausprobieren. Und Ende vom Lied ist, ich habe aufs Maul gekriegt. So. Kulomat. Da ist auf jeden Fall noch was. Kristallwurfpfeil. Lebende Gefängnisse. Da unten sind noch mehr. Da hinten ist noch was. Ah, es gibt überall was zu entdecken. Ey, es ist so cool. Das Game ist einfach
so cool. Habt ihr schon mal erwähnt, wie cool dieses Game ist? So, Achtung. Objekt. Gesprungener Topf. Ein Schlüsselobjekt. So, jetzt geht's hier wohl weiter runter. Schatz macht hier den Leap of Fate hinab zum nächsten lebenden Gefäß. Ja, im Blick, Leute. Da hinten noch irgendwas versteckt? Nope. Ach, springen und ich, das ist so eine. Das ist gefährlich. Aber ich glaube, hier ist Ende jetzt, ne? Weiter runter geht das wohl nicht. Kommen wir denn jetzt hier wieder weg? Ah doch, hier geht's weiter, alles klar. Vorsichtig hinab. Ist nicht wie bei Riesen. Bei Riesen gibt's da keine Probleme, das läuft. So, Achtung. Schaffen wir das? Ich habe da ja so ein Item, warte. Okay, das ist noch besser als ein Item. Schatz springt einfach vor. Der zeigt mir, ob es geht oder nicht. Hallo! Wer zu Besuch? Wollt mal eben gucken, was hier so abgeht. Das ist wieder so ein dickes Ding. Sind das zwei fette lebende Gefäße? Machen wir erstmal den kleinen hier noch. Erst die kleinen. Hey, genau. Oh, wow, 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 wow. Die sehen lebendig aus. Die sehen sehr lebendig aus. Wie er sich auch sofort davor stellt, Alter. Und raucht da! Junge, ah! Was war denn das? Hör auf damit! Oh, ich hab mich wieder gerollt, statt zu hauen, weil ich dumm bin. Ey, unfassbar. Also, hier, heute läuft das einfach nicht mehr. Ist auch gut, dass gleich Schluss ist für heute, ne? Ey, bei aller Liebe, ey. Ich kacke hier ja nur noch rum. Das ist ja traurig. Das ist ja nur noch traurig. Schön aus der Distanz jetzt mit dem Bogen. Ey, hast du getrieben? Naja. Okay, wir müssen auch immer noch die zwei Waffendinger ausprobieren. Ich mach das auch noch, ich verspreche es. Ich fühle mich einfach so sicher mit meinem Schild, dass ich es so selten benutze. So, hier liegt noch irgendwas rum. Du siehst sehr tot aus. Miedestein, schön. Gut, gibt's noch mehr zu entdecken und erforschen? Hei, hei, hei. Husten, ich habe Angst. Husten, da bekommt man ja inzwischen immer nur noch ungute Gefühle mit. Das muss man ja sagen, wie es ist. Hier geht das nicht mehr runter. Da geht das runter. Da, wenn wir da hinten hingehen, wo es nicht so hoch ist, könnte das klappen. Hier so? Vorsichtigen. Oh, guck mal, Schatz ist schon wieder runtergestürzt. Das läuft. Sieht ja nicht cool aus mit seinem Riesenhut. Riesenschlapphut. So, Alter, das sieht aber sehr hoch aus. Hier sieht es jetzt ein bisschen aus, als wäre hier Ende Gelände, oder? Ah, da vorne, guck mal da. Da können wir auf den Turm drauf. Yo, das geht wohl. Rennen und springen! Woo! Läuft die Kiste. Das war, glaube ich, der Turm, wo wir vorhin waren, oder nicht? Oh, hat er eine Kriegsasche? Nice. Und was steht hier? Ich hab's geschafft! Ja, da freut er sich. So, hier können wir vorsichtig runter über diese Holzbalken, die da sind. So ganz... Jäger wurde herbeigerufen. Cool. Grüße gehen raus an den Jäger. Oh. Ach, wieder runter in den Spinnenwald, wie ich da keinen Bock drauf habe. Erstmal schön diese Spinne platt machen. Ja, fall mal schön runter, Bruder. Wie er nicht getroffen hat, was? Was war das denn? Guck mal, wir haben einen Freund dabei, wie nett. Es gibt doch Leute, die helfen einem einfach nur. Nicht alle sind böse und wollen dich umbringen. Gibt auch Kumpels. Grüße gehen raus an Flareon, den Jäger. Moin, moin. Schön, dich zu sehen. Oh, dann rennt er mal los, ne? Rennen wir doch mal hinterher. Oh, die dicke Spinne. Was ist mit dir denn los? Wo bist du denn hin, Jäger? Merkst du selber, dass von hinten da gerade Bumserei losgeht, ne? Guck mal, Flammenwaffen. Das wäre vielleicht ja auch eine Idee gewesen. Habe ich eigentlich Items, mit denen ich meiner Waffe einen Status temporär geben kann? Oh! Feind.
Feind am Start. Jo, coole Sache. Das ist auch ein nettes Ende hier jetzt. Wir machen noch den kleinen Fight hier zu Ende und dann... Oh, 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 lass mal stecken, Bruder. Alter, drei Leute, die mir behaken. Das ist schon scheiße, ne? Oh, die Kackspinnen. Oh! Oh nein, ich hab die Kackspinnen Aggro gemacht. Wir sind gebumst, wir sind gebumst. Ah, wir werden gebumst werden. Ich sag's euch, wir werden gebumst werden. Wo rennt er denn hin? Was ist dein Problem? Wie ich ihn nicht treffe, seht ihr das? Ich hau ihn die ganze Zeit, aber es passiert nichts. Da! Oh, jetzt ist er fast tot. Nein, und er heilt sich wieder wie Sau. Bitte drauf gehen. Oh nein. Oh nein. Oh Gott, was passiert hier? Und da kommt noch diese kleine Spinne, die auch noch meint. Sie muss mir eben noch einen reindrücken, Alter. Oh Kacke. Oh Kacke. Heilen, heilen, heilen. Bruder. Ernsthaft. Lass mich doch mal leben. Ich bin... Ne? Nicht nett von dir. Oh, er mit seinem Blutverlust jedes Mal, Alter. Ah, ich gehe drauf. Ich werde drauf gehen, ich werde drauf gehen, ich werde drauf gehen. Ja, ich werde drauf gehen, ich werde sowas von drauf gehen. Wie schalte ich unten durch? So, ne? Oh, Kacke, das war's. Oh. Da. Ach nein, und ich habe gerade diese wundersame Arznei genommen. Oh, scheiße. Ja, Leute, das war's, ne? Damit sind wir durch. Aber ey, einmal war's knapp. Aber der war zu krass, der Typ. Der war zu krass, der Boy. Guti, wir machen aber jetzt hier erstmal einen Break. Das war doch ein schönes Ende für diese Kacke. Ich bedanke mich für euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst wie immer entspannte Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.